Kann man einen Kuchen essen und ihn dennoch behalten? Die Antwort der Wall Street lautet, ja, das kann man, denn wir kriegen ziemlich ordentliche Arbeitsmarktdaten mit ziemlich saftig gestiegenen Stundenlöhnen. Aber wir freuen uns, dass dadurch ein Soft Landing der US-Wirtschaft irgendwie wahrscheinlicher zu werden scheint. Auf der anderen Seite ignoriert man, dass damit eben auch die Zinswende der Fed, die man vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag noch praktisch schon für den Juli eingepreist hat, jetzt in immer weitere Ferne rückt. Also man will den Kuchen essen und ihn behalten. Man will das Soft Landing, aber gleichzeitig die Fed-Wende bei den Zinsen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist diese Rallye, die wir am Freitag gesehen haben bei den Aktienmärkten, naja, ein bisschen seltsam, um es mal vorsichtig zu formulieren. Schauen wir uns die aktuelle Situation mal an. Vor allem die Stundenlöhne extrem heiß. 0,5%, das war deutlich mehr als die 0,3% erwartet, auch zum Vorjahresmonat. 4,4% die Stundenlöhne gestiegen, also Lohnpreisspirale, eigentlich ja Preis-Lohnspirale. Die Löhne reagieren eher auf die Preise als die Preise auf die Löhne, aber das ist eben derzeit die Logik. Und wir hatten ja 253.000 neue Stellen. Das war deutlich besser als erwartet, aber wenn wir uns angucken, wie die Vormonate nach unten revidiert wurden, von 236 auf 165.000 der Vormonat und vor zwei Monaten von 189.000 auf 123.000, wenn wir praktisch da mal die Revisionen zusammenzählen, dann ist das mehr als die neuen Stellen auf der Oberseite überrascht haben. Also faktisch eigentlich ein Nullsummenspiel, könnte man sagen, was die neuen Stellen betrifft. Und was dann übrig bleibt, das sind die heißen Stundenlöhne. Und das wiederum macht die Wahrscheinlichkeit einer Wende bei der Fed deutlich unwahrscheinlicher. Wir haben, wie gesagt, ja zunächst die Auffassung der Märkte gehabt. Schon im Juli wird die Fed die Zinsen senken müssen. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal vom Tisch, aber schauen wir uns die Konstellation mal an. Saftige Rallye, Nasdaq über 2% gestiegen, Dow Jones fast 2%, der VIX wieder abgestürzt auf knapp über 17% und der S&P 500 mit einer Rallye von 1,85%, Russell 2000, die Nebenwerteindex sogar mit einer Rallye von über 2%. Und oben sehen wir die Banken, die Regionalbanken, KRE in diesem ETF. Die sind auch massiv gestiegen, auch wenn das in dem Chart nicht so ganz sichtlich ist, weil dieser Chart so ausgebombt ist. Und wenn wir uns mal dann die gesamte Vorwoche anschauen, dann sehen wir haben jetzt zweimal solche Hanging Man Kerzen gemacht. Klar, das fühlte sich am Freitag wie eine saftige Rallye an und war auch eine saftige Rallye, aber faktisch ist damit nur der Verlust der bisherigen Woche mehr oder weniger kompensiert worden. Unten sehen wir den VIX, der ausgebrochen war und jetzt mit dieser roten Kerze wieder genau an dieses Ausbruchsniveau gelaufen ist. Das sind Mechanismen, die sich immer wiederholen. Ausbruch, dann Rückkehr zu praktisch dem Ausbruchsniveau oder der Trendkanalbegrenzung. Und hier schauen wir mal die Fed Fund Futures an. Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juni unverändert lässt. Wir sehen die Fed Fund Futures bei knapp über 90%. Bei der Juli-Sitzung wird es schon spannender. Da geht man davon aus, dass sie doch mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit die Zinsen unverändert lassen, und zwar mit 58%. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bereits im Juli ist jetzt auf 35% gesunken, von kurz zuvor noch 60%. Und interessanter wird es dann noch im September. Da geht man mit einer 50% Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Fed dann die Zinsen senken wird um ein Viertel Basispunkt. Und jeweils 25% die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nach wie vor dann so hoch sind wie derzeit oder dass die Fed sogar einen halben Prozentpunkt die Zinsen gesenkt haben wird. Also das hat sich so ein bisschen verschoben nach diesen US-Arbeitsmarktdaten. Und wir bekommen ja jetzt in dieser Woche dann die US-Verbraucherpreise aus dem April und dann am Donnerstag die Erzeugerpreise. Also das wird dann zu beachten sein. Hier stehen wir mal den S&P 500. Und wir sehen, da ist schon die Ausschläge, wenn Sie da unten in diesem Chart mal gucken, das ist die Rate of Change in diesem Chart von Michael Silver. Und da sehen wir, die Ausschläge sind groß. Das ist eigentlich nicht typisch für einen intakten Bullenmarkt. Da sind die Ausschläge relativ gering. Das heißt, du hast selten einen richtig bullischen Tag mit 2% Gewinnen, aber du hast vor allem auch keine 2% Verluste bei den Indizes an einem Tag. Aber das zum Beispiel sehen wir ja derzeit vor allem im Bankensektor. Da geht es ja ziemlich zur Sache und insgesamt nach wie vor die Marktbreite, selbst im Technologiebereich,
Also der Bereich, der ja eigentlich ganz gut zu laufen scheint, sehen wir oben die kumulative Advanced Decline Linie, also Anzahl der Aktien, die steigen, Anzahl der Aktien, die fallen in Relation zum S&P 500. Und der Tech-Sektor steht super da, aber die meisten Aktien steigen nicht. Das gilt auch für den S&P 500 insgesamt. Da wären praktisch, die wären alle Aktien gleichgewichtet in diesem Index, dann hätten wir praktisch keine Veränderung seit Jahresbeginn. Es sind 15 Aktien im S&P 500, die 97% der Gewinne erzielen oder der Gewinne der Indizes ausgelöst haben. Und hier sehen wir mal das in anderer Grafik, nämlich Aktien über dem 50-Tages-Durchschnitt deutlich weit vom Hoch entfernt, während der Nasdaq 100 weiter steigt. Das nennt man eine negative Divergenz. Das heißt, wir haben nach wie vor nicht die Marktbreite. Und jetzt haben wir hier gesehen ja auch, dass die Small Caps schlechter gelaufen sind, die im Russell 2000 versammelt sind. Hier sehen wir mal, dass normalerweise die Small Caps so eine Art Frühindikator sind, auch was die Gewinne betrifft. Und hier sehen wir, dass die Gewinne der Small Caps um 12,8% gesunken sind, also hier Stress im System. Und das liegt auch wegen oder an der Kreditvergabe. Und heute ein sehr wichtiges Datum, auf das wir bisher sehr wenig geschaut haben, nämlich die Umfrage der Kreditsachbearbeiter. Haben Sie vielleicht noch nie gehört, Senior Loan Officer Opinion Survey, da werden praktisch diejenigen befragt, die dann innerhalb der Banken die Kredite genehmigen müssen. Die sind, wie ich von Mitarbeitern von Banken, vor allem aus dem Vertrieb weiß, besonders beliebt, weil die bringen neues Geschäft und dann sagen die, nö, lass mal, das ist uns zu riskant. Dementsprechend werden diese Leute also in den USA befragt. Da hatte Jerome Powell, wurde ja auch bei der Pressekonferenz letzten Mittwoch gefragt, ja, wie ist es denn mit diesen Kredit-Sachbearbeiter-Umfrage, wie haben sich die Kreditkonditionen verändert? Er schien schon da Bescheid zu wissen, sagte, ja, es entspricht zu dem allgemeinen Bild, hat er sich ein bisschen bedeckt behalten, aber jedenfalls sagt Goldman Sachs, wir könnten hier eine deutliche Verschärfung eben der Kreditkonditionen sehen, also praktisch der Kreditbedingungen an Kredite zu kommen, und das liegt natürlich auch an dem Bankenstress. Hier jetzt heute Nacht oder gestern spätabends bekannt geworden, PacWest, diese Bank, die ja unter Beschuss ist, wird jetzt erstmal die Dividende streichen. Und die Banken insgesamt, wenn Sie sich mal hier die Finanzwerte anschauen, sind jetzt in etwa da, wo wir 2007 waren. Da sind wir ja dann nochmal im Corona-Crash nach unten, dann diese massive Rallye jetzt. Also eine wichtige Unterstützung, könnte man sagen. Und das vor dem Hintergrund, dass am Freitag die Daten gezeigt haben, dass die Bankeinlagen weiter gefallen sind. Das ist wieder mal so das typisch amerikanische. Da gibt es die nominalen Daten und die seasonal adjusted Daten. Nach den saisonal angepassten, also seasonal adjusted Daten, sind die Bankeinlagen gestiegen. Faktisch sind sie aber gefallen. Wer das versteht, der muss wahrscheinlich Metaphysik studiert haben, meine Damen und Herren. Hier sehen wir Treasury Yellen warnt nochmal vor dem Zahlungsausfall der USA am 1. Juni. Und wir haben gesehen, dass in den letzten Tagen das Konto der guten Frau Yellen immer weiter nach unten geht. Fitch Ratings hat jetzt PacWest auch auf negativ gesetzt. Aber hier sehen wir eben einen stützenden Faktor, nachdem wir weite Teile der Berichtssaison jetzt in den USA hinter uns haben. Das sind die Buybacks. Da kommen jetzt natürlich die Märkte aus dieser Blackout Period langsam raus, also aus der Periode, wo Unternehmen eigene Aktien nicht zurückkaufen können. Alleine sehen wir hier fast 200 Milliarden Dollar an Buybacks sind in den letzten 3 Wochen verkündet worden. Aber das ändert nichts am Bankenstress. 722 Banken haben laut dem Federal Board of Directors Report Verluste, unrealisierte Verluste, die mindestens 50% ihres Kapitals betreffen. Nun ist das ja so, dass du normalerweise Anleihen ja bis zum Ende der Fälligkeit halten kannst, sodass dann die zwischenzeitlich entstehenden Verluste auf dem Papier nicht relevant werden. Aber bei Silicon Valley Bank war das eben relevant. Hier sehen wir mal diese unrealisierten Verluste hier in dieser Grafik. Und vor allem, was an der Wall Street ein großes Thema ist, das sind die sogenannten Preferreds. Also das sind eine Art Vorzugsaktien. Die sind nämlich wertlos geworden, etwa bei First Republic. Das heißt, diejenigen, die diese Preferreds hatten,
die sind komplett enteignet worden. Dementsprechend ist dieser Markt ziemlich tot derzeit. Das ist aber eine wichtige Quelle für die Refinanzierung von Regionalbanken. Das heißt, die geben solche Anleihen raus, solche Vorzugsaktien raus und werden damit praktisch dann refinanziert, könnte man sagen. Und hier nochmal die Rolle dieser kleinen Banken, die praktisch für 50% der gesamten Kredite im kommerziellen Bereich, sowohl Industrie als auch normal commercial, praktisch handeln und damit eben systemrelevant sind. Warum sind diese Banken plötzlich so in Schwierigkeiten geraten? Eine Antwort darauf lautet auch, sie waren ganz, ganz wenig reguliert. Denn in den USA müssen Banken erst ab 250 Milliarden Dollar an Assets, die sie haben, eine etwas strengere Regulierung erfahren. In Europa ist das, glaube ich, oder in der Eurozone sind es, glaube ich, schon ab 30 Milliarden Dollar. In den USA, wie gesagt, ab 250 Milliarden. Warum ist das so groß? Warum ist diese Differenz zwischen der Eurozone und den USA so groß? Nun, weil diese Regionalbanken eben regional gut vernetzt sind, dadurch in der Politik gut vernetzt sind. Und das ist wie überall auch in Deutschland. Wenn zum Beispiel in Deutschland zu viele Krankenhäuser sind, dann sagt dennoch der Lokalpolitiker, ich will nicht, dass bei mir das lokale Krankenhaus geschlossen wird, denn da hängen Arbeitsplätze dran und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat sich die Politik auf regionaler Ebene eben dafür eingesetzt, dass diese Regulierung nicht passiert. Jetzt hat es diese Banken erwischt und das dürfte erst der Anfang sein, denn wir sehen ja weiterhin diese Abflüsse bei den Banken. Das Geld fließt ja nach wie vor in diese Geldmarktfonds, wie wir gesehen haben, massive Zuflüsse auch wieder in der letzten Woche. Und das veranlasst offenkundig nämlich diese Gemengelage zwischen Complacency an den Märkten, also diese Vertrauensseligkeit an den Märkten, wird schon alles gut gehen, wir essen den Kuchen und behalten ihn gleichzeitig, dass die Bewertungen inzwischen ein bisschen heftig sind, Price to Earnings, also Marktkapitalisierung zu gewinnen, am höchsten bei Amazon, dann Nvidia, dann Tesla, aber vor allem Price to Sales, das ist vielleicht die bessere Kategorie, wo man mal sehen kann, ja, wie ist die Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz. Nvidia mit 26,7, Microsoft 11,2, Apple 7,2, Tesla 6,9, also wir sehen, da ist nicht gerade billig angesagt. Geiz ist geil, gilt hier nicht, wie die Amerikaner sagen, Valuations are rich, die sind ziemlich ausgedehnt. Deswegen sehen wir, dass gerade Hedgefonds jetzt Leerverkäufe tätigen und zwar ziemlich heftig. Der Unterschied zwischen Long-Käufen und Verkäufen, Short praktisch Market-Verkäufen, die sind gigantisch und wenn Sie sich mal anschauen, immer bevor etwas stark nach unten ging, hat diese Differenz zugenommen. Also manche würden sagen, ein Kontraindikator, die sind jetzt dick short. Oder aber die sind dick abgesichert, weil sie sagen, wir sind auf dünnem Eis. Hier sehen wir, dass die Hedgefonds auch jetzt extrem stark short sind in Treasuries, also in US-Staatsanleihen. Sie rechnen also mit steigenden Renditen, weil sie sagen, und da wäre ich sogar bei Ihnen, diese Hoffnungen auf eine Wende der Fed, die sind völlig überzogen. Das Risiko für diese Wetten ist eben, dass sich die Bankenkrise weiter eskaliert und wie Goldman Sachs hier auch sagt, dass eben hier die Dinge vielleicht auch mit der Schuldenobergrenze irgendwie dumm laufen könnten. Das ist das Risiko für diesen Trade. Aber ich glaube auch, dass die Wende der Fed noch relativ weit ist, wenn überhaupt die Zinspause jetzt kommt im Juni. Und wie die Dinge derzeit gelagert sind, wenn wir uns mal andere Märkte anschauen, dann schauen wir uns etwa mal Öl an. Hier sehen wir die sogenannte Rate of Change, also den Grad der Veränderung. Da sehen wir, das ist so schnell abgesackt mit dem Öl, wie nicht einmal vor der Dotcom-Blase und nicht mal in der Finanzkrise. Also der Ölpreis schreit, da kommt eine Rezession. Das wiederum, wenn eben diese fette Rezession kommt, würde diese Hedgefonds, die auf steigende Renditen bei Staatsanleihen wetten, wahrscheinlich auf den falschen Fuß erwischen, denn normalerweise Rezession heißt dann Flucht in die Sicherheit, heißt fallende Renditen an den Märkten. Und die Fed ist auch sehr optimistisch, zumindest James Ballard, der hier sagt, okay, wir können dennoch ein Soft Landing hinkriegen und die Inflation kommt runter und so weiter und so fort. Also Inflation fällt und dennoch kriegen wir ein Soft Landing. Also der will den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Und Diego Fastnacht hier mit einem faszinierenden Tweet, warum
man hier eben in diese Geldmarktfonds geht, das wissen wir, aber das tut man bisher eben nur mit dem Cash, was man auf dem Konto hat. Aber kommt irgendwann die Situation, wo die Leute dann Aktien verkaufen und dieses Geld eben in die Geldmarktfonds packen, das, sagt er, wäre dann der entscheidende Trigger, finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Nochmal zum Schuldenlimit hier. Republikaner haben gesagt, wir wollen kein Clean Debt Limit Increase, also nicht ohne Vorbedingungen sozusagen einfach mal die Schuldenobergrenze anheben. Anheben ist auch das Stichwort für die EZB. Knot will die Zinsen anheben weiter, und das, obwohl wir vor allem aus Deutschland derzeit schlechte Daten bekommen. So sind ja am Freitag die Industrieaufträge massiv eingebrochen mit minus 10,7%. Heute haben wir die Industrieproduktion aus Deutschland gehabt, minus 3,4%. Und einer der Verursacher, der ist hier links zu sehen, der gute Roberto, der ja die Atomkraftwerke unbedingt abschalten wollte, damit den Strompreis latent teuer macht. Der Strompreis ist schon massiv gestiegen vor dem Ukraine-Krieg, also it was not only Putin. Jedenfalls will er jetzt der Industrie helfen, die er vorher fast vernichtet hat, indem er eine 6 Cent Obergrenze für den Strompreis bezahlt. Also faktisch ist es so, das Ministerium von Habeck macht den Strompreis viel teurer, um die Betroffenen und dann Unternehmen dann hinten raus zu subventionieren. Kannst du dir nicht ausdenken, ist auf jeden Fall mehr Bürokratie, mehr Regulierung, und letztendlich machst du die Märkte kaputt und subventionierst die dann von hinten rum. Hier sehen wir mal, warum zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen rausgeht aus Deutschland und sagt, wir müssen nach Asien verlagern. Es geht nicht mehr so, die Stromkosten sind zu hoch. Hier sehen wir nochmal die Industrieproduktion. Dann solche Meldungen wie Wirtschaftswoche, BYD verkauft in China 15 mal so viele E-Autos wie VW. Jetzt kommt BYD auch immer verstärkter nach Deutschland, also jetzt bekommt VW auch sozusagen im Heimatmarkt immer mehr Konkurrenz. Wie wird Deutschland darauf antworten? Wahrscheinlich, wie Simon Bettschinger hier sagt, mit der 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Also das ist natürlich mal wieder diese Mentalität. Und hier ist sozusagen das ideologische Grundgerüst von Habeck und den Seinen, wie Vince Ebert hier sagt. Natürlich basiert der Appell, das Klima zu schützen, hat eine wissenschaftliche Faktenbasis, aber die Rhetorik der Aktivisten erinnert eher an eine Religionsgemeinschaft. Da wird Verzicht geprägt. Da wird also gesagt, wir können die Welt retten. Da hat man Propheten wie Greta Thunberg. Da ist eben diese alarmistische Stimmung, dass Leute, dass Kinder sagen oder Jugendliche sagen, es macht keinen Sinn, Kinder in die Welt zu setzen. Meine Nichte hat mir das auch neulich gesagt, ich bin fast vom Hocker gefallen. Also die sind dermaßen sozusagen apokalyptisch unterwegs. Das hat immer mehr ein Glaubensdogma. Wer versucht hier dagegen zu argumentieren, der ist gleich böse, der wird sozusagen diskreditiert, der meint es ganz böse oder muss es böse meinen. Und genau das ist das Problem, diese Aufladung, diese religiöse Aufladung verhindert eine wirkliche Diskussion. Und vor allem ist diese religiöse Mentalität bereits in die Medien komplett eingesickert. Da wird eben eine Thunberg eingeladen, aber Leute wie Vince Ebert werden nicht eingeladen. Die versuchen auf naturwissenschaftlicher Basis die Sachen genau zu beleuchten. Vor allem dieses Weltuntergangsszenario ist in der Wissenschaft null belegt. Da gibt es keine einzige wirklich ernstzunehmende, auch vom Pariser Klimarat, Aussage, dass hier der Weltuntergang droht, dass diese Welt nicht mehr besiedelbar wäre etc. Also das ist ein echtes Drama. Abschließend, meine Damen und Herren, wir haben ja hier die Daten, die diese Woche anstehen, aber Inflation und Zinsen, Mittwochdaten werden zeigen, ob die Fed eine Pause machen kann. Erste Empfehlung für die Artikel, die ich Ihnen heute dabei habe. Dann Gold, Chinas unersättlicher Appetit auf das gelbe Edelmetall. China stockt immer weiter seine Goldreserven auf. Zweite Empfehlung und die große Analyse, was ist derzeit wirklich der Fall? S&P 500 nach den Wochen der Wahrheit, das ist das Surrounding, der Gesamtkontext, den Sie kennen sollten. Also drei Empfehlungen per Artikel unter dem Video. Heute das Marktgeflüster ein Ticken früher. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.